Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir auf die Woche vom 28. Oktober bis zum 3. November schauen, welche Impulse und Nachrichten die geistige Welt für uns, für euch bereithält. Wer Fragen an die Karten hat und sich nicht gleich so ein ganzes 60 oder 120 Minuten persönliche Legungskontingent holen möchte, für den ist vielleicht Kartenlegung per Mail was, findet ihr in meinem Shop. Der Link ist in der Videobeschreibung. Es gibt eine dritte Mitgliedschaftsstufe, die sich da nennt der Magier. Und da gibt es für die Mitglieder der Stufe Magier einmal die Woche ein separates Live. Da könnt ihr dann eure Fragen gegen die kleinstmögliche Spende oder eine von euch frei gewählte Spende stellen. Schaut da auch gerne mal vorbei. Die Infos zu den Mitgliedschaftsstufen findet ihr auch in der Videobeschreibung. So, das gesagt, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Stiere für die Woche vom 28. Oktober bis zum 3. November. 28. Oktober bis 3. November. Die Stiere. Vielen Dank, liebe Stiere. Wie ist es euch bis jetzt ergangen? Oh, wow. Okay, ich bin auf die Klärungskarten gespannt. Liebe Stiere, eure Hauptenergie ist die Sonne. Was soll ich euch dazu noch sagen? Das große Glück endlich wieder strahlen. Ja, auch das innere Kind angenommen haben, Licht in Schattenseiten gebracht haben, an ein großes Thema einen noch viel größeren Haken dran gemacht haben. Die Sonne ist das große Glück, das große Wohlgefühl. Einfach mal alles gut. Auch Ausdruck für, ihr wollt die Fülle im Leben und zieht sie gerade an. So, aus welcher Situation kommt ihr? Wo steht ihr gerade? Wir haben den Ritter der Stäbe, wir haben den Eremiten. Ich sehe hier einige Stiere in der Vergangenheit, so halbgare Beziehungskonstrukte leben, ne? Dass ihr aus dem, dass ihr es nicht richtig in eine Beziehung geschafft habt. Das war mehr Spaß und so weiter und so fort. Einige haben sich auch ausgetobt ein bisschen. Es war eine sehr hitzige, sehr feurige Energie und ihr habt euch vom Leben da schon geholt, was euch zusteht. Auf ins Abenteuer. Mit dem Eremiten ist es so, dass ihr sagt, okay, ich brauche einen Weg, ich brauche eine Lösung, ich brauche eine Antwort. Ich möchte nicht mehr die gleichen Dinge tun. Ich möchte nicht mehr, dass die gleichen Dinge mit anderen Menschen passieren, wie es in der Vergangenheit war. Der Eremit ist die Distanz, es ist so ein bisschen auch der Rückzug, der sich hier ausdrückt. In euch und in eure Wahrheit. Eigentlich seid ihr gerade kleine Wahrheitssuchende und zwar nicht irgendeine Wahrheit, eure Wahrheit, den Weg zu eurer Sonne, zu eurem großen Glück. Und dabei seid ihr natürlich auch begleitet von eurer geistigen Crew, ja, dieses Sternchen da in der Laterne, das ist eure geistige Crew, das ist euer höheres Selbst, das ist eure Intuition, der ihr jetzt endlich mal folgt. So, wir schauen, was bereitet ihr da energetisch vor? Wir klären das und wir fragen, warum die 10 der Münzen? Das ist hier im Übrigen tatsächlich die Möglichkeit, unverhofft auch zu Geld zu kommen. Ja? Warum die 10 der Münzen, die 10 der Kelche? Meine Lieben, das ist ja wohl der Wahnsinn, der Magier. Das ist, ihr seid... Das Universum sagt, alles klar, Stier, dein Wunsch ist mir Befehl. Das ist das ganz große Glück. Das ist die Zielerreichung dessen, was ihr immer wolltet. Mit einer unglaublichen Willensstärke. Das ist ja auch das Ende eines Erbstreits, ja, der gut für euch ausgeht, so wie es hier liegt. Das sind die Heiratsanträge, das sind die phänomenalen Beziehungen, das ist endlich das Gehalt bekommen im Job, was man haben möchte. Das sind aber auch für die Selbstständigen ein gutes Zeichen, dass sie hier in eine Zeit von absoluter Fülle, ich sehe hier nur Fülle, 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 in diese Zeit reinstolpert, reingeschoben werdet. Warum das Rad des Schicksals? So. Ja. Es gibt hier
Stiere, die haben Neider. Es gibt hier Stiere, das kann aus der Familie sein, das können Freunde sein. Das sind eigentlich da, wo mehrere Menschen zusammenkommen, die sonst immer so getan haben, als würden sie sich für euch freuen, ja, aber da haben sie nicht damit gerechnet, dass Stiere hier wirklich den Jackpot ziehen, in welchem Lebensbereich hier auch immer. Es gibt hier Menschen, die wollen euch wirklich vielleicht nochmal ja, wehtun, die wollen ein großes Stück vom Kuchen haben, die gönnen euch das nicht. Aber ihr lasst euch davon nicht beirren, meine Lieben. Also ihr steht für euch ein, ihr scheut auch keinen Kampf, ihr scheut keinen Konflikt. Mit dem Ass der Stäbe, das sind hier die neuen Jobs. Das sind aber auch die Erkenntnisse, Kurskorrektur, Rat des Schicksals. Ich habe lange genug gelitten. Ich möchte jetzt aufblühen, erblühen. Ich bin jemand. Ja? Ich zeige mich. Ich folge meinem inneren Ruf. Ich zeige mich. Es gibt hier tatsächlich Stiere. Ja, das ist eine Situation für einige. Das ist mit einem lachenden, einem weinenden Auge. Aber so wie es bis jetzt hier liegt, sieht es sehr danach aus, als würdet ihr euch darüber hinwegsetzen. Ihr steht für euch ein, ihr holt euch, ihr wollt nicht, ihr, diesmal einfach mal nicht teilen. Ja? Und wenn, dann nicht mit Menschen, die versuchen, den ganzen Kuchen zu bekommen. Warum die Liebenden? Zwei der Münzen, zehn der Schwerter. So, ja, zehn der Schwerter, das ist die maximale Kraftlosigkeit. Zehn, zehn, zehn. Das ist die maximale Kraftlosigkeit, aber es ist halt eben auch das Ende. Und zwar das Ende von, ich verkaufe mich unter Wert, ich lasse es mit mir machen, ich gebe den falschen Leuten zu viel Aufmerksamkeit oder Ressourcen. Hier kommt ein Thema zum Ende. Aber auch hier haben wir wieder den kleinen Faktor, ein lachendes, ein weinendes Auge. Ihr werdet eine Entscheidung treffen müssen, meine Lieben. Die Liebenden ist die Karte der Wahl. Das heißt also, das ist nochmal so die letzte Prüfung, sage ich jetzt mal, vom Universum, wo ihr wirklich sagen könnt, nein, ich habe es verstanden, ich fühle es, jetzt komme ich, jetzt folge ich meinem Ruf. Und dann kann da tatsächlich die Berufung draus entstehen. Die große Liebe. Ja, ich habe hier auch schicksalshafte Begegnungen mit unglaublicher Anziehungskraft. Das kann ein bisschen dauern, bis ihr dann zusammenfindet, weil einer von euch noch so ein bisschen Nachwehen aus der letzten Beziehung hat, Befürchtungen, Ängste. Aber das ist gar kein Problem. Ich sehe hier auch den Austausch darüber. Hier kommt etwas zum Ende und macht Platz für das ganz große Glück. Liebe Stiere. Schaut euch auf jeden Fall noch euren Aszendenten an für Gefühls- und Beziehungsthemen, euer Mond, euer Venuszeichen. Erst dann habt ihr alle Informationen, erst dann wird ein komplettes Bild daraus. Wenn ich euch hiermit weiterhelfen konnte, wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert sehr, sehr gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Wie gesagt, schaut gerne auch im Shop vorbei, wenn ihr persönliche Fragen habt an die Karten. Gibt es da die Möglichkeiten. Ich wünsche euch eine wundervolle Jackpot-Woche. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.